Leute, Kramix hier, was Glary Paulberger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Leute, heute gehen wir gemeinsam auf geheime Mission, denn ich habe etwas von euch in den Kommentaren erfahren. Und zwar habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, dass sowohl Amir als auch Russik ein neues Haus gekauft haben. Und irgendwie haben die mir das gar nicht erzählt, die Jungs. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, wenn das stimmt. Wir werden das heute mal gemeinsam rausfinden. Wir schnappen uns hier direkt mal unseren Lambo und fahren mal direkt zu Russiks und zu Amirs Haus oder vielleicht auch zu den alten Häusern von denen. Weil wenn das wirklich stimmt, was ihr, Paulberger, mir in die Kommentare geschrieben habt, dass sie wirklich ein neues Haus haben und die mir nicht Bescheid gesagt haben, dann wäre es maximal ein 30er-mäßig, sage ich euch, wie es ist. Dann wird hier die Freundschaft auch schon wieder beendet. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP. Und ich würde sagen, wir machen hier direkt Kickdown und fahren mal Richtung Strand, weil da ist ja Amirs. Alter, ey, Mann, was ist denn jetzt schon wieder Polizei? Ja, ist ja gut, ich komme hier, ich halte hier an. Ey, was ist denn jetzt? Hallo, ja, Officer, was ist denn? Einmal aussteigen bitte, ja, aussteigen. Was ist denn jetzt das Problem, Officer? So, da haben wir den Übeltäter, ne, mit seinem Lamborghini. Hä? Ich bin doch gerade erst 5 Meter bei mir aus der Einfahrt rausgefahren und ihr zieht mich schon raus. Ruhig. Kollege, könnt ihr bitte das Auto mal angucken? Ja, komm ich mal bitte mit. Ich kann doch gar nichts gemacht haben auf den 5 Metern. Pusten Sie mal. Das klingt ein bisschen nach Knoblauch und ich weiß nicht, ob er was getrunken hat. Natürlich habe ich nichts getrunken, Mann. Ist hier vielleicht irgendwie Drogen oder so dabei? Gucken wir uns mal hier durch. Ey, Leute, was soll denn das hier gerade? So, die wollen doch nur irgendwas finden hier bei mir gerade, die Polizisten. So, gehen Sie mal zur Seite jetzt hier, ja? Mach ja, mal ist ja Spieltest. Gut, ist ja gut. Kollege? Wow! Ey, können Sie bitte von meinem Lamborghini runtergehen? Hab nur deinen Deckel zugemacht, ne? Ey, Sie können mir auch ein neues Reifenprofil gleich mal kaufen. Ja, was soll das? Kein ey! Problem, ist nur kein Problem. Ey, der fährt Kollege, meine ganzen Reifen weg. Oh, warte mal ganz kurz, warte mal. Scheiß weg. Nein! Ey. Ey, Sie haben mein Lambo kaputt gemacht, Mann! Ja, Herr, Sie dürfen weiterfahren, ja? Kollege, komm hier rein. Ey, wie ist Ihre Dienstnummer? Wie ist Ihre Dienstnummer? Meine Dienstnummer. Oh, wir haben einen dicken Einsatz! Dicker Einsatz! Ey, Leute, ey, was soll denn das hier für eine Scheiße? Die haben mich einfach nur kontrolliert, haben mein Lambo hier gegen die Leitplanke gefahren. Warte mal, wir gucken mal hier vorne, aber sieht man nicht viel. Vielleicht ein paar kleine Kratzer, ey. Muss später polieren lassen bei Armin in der Werkstatt. Ey, ich sag euch, wie es ist, das war so eine richtig unnötige Polizeikontrolle. Die wollten einfach nur locker nur gucken, ob die was finden bei mir, weil die mich kennen. Ey, mein Gott, immer das Gleiche mit denen. Ich werde noch rausfinden, was das für Polizisten sind, dann werden wir uns noch rächen bei denen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob wir uns bei denen noch rächen sollen. Aber egal, Leute, darum kümmern wir uns später. Wir fahren jetzt, wie gesagt, erstmal zu Amirs Strandhaus und werden mal schauen, ob der da, ja, ob der da noch wohnt oder ob das wirklich stimmt, was ihr behauptet, dass der umgezogen ist. Dann würde ich sagen, Leute, let's go ab zu Amir. So, Leute, hier ist Amirs Haus. Ihr kennt das ja hier am Strand. Wir parken einfach hier mal direkt den Lambo schön. Hä? Ey, Leute, guck mal, hier steht ein Schild for sale, also zu verkaufen. Hä? Ey, vielleicht habt ihr recht und das wird ja wirklich verkauft. Aber nee, guck mal, easy, da steht doch noch ein BMW i8 drin. Vielleicht, bestimmt hat Amir sich schon wieder ein neues Auto gekauft. Das ist doch bestimmt Amirs i8 hier. So, dann gehen wir mal hoch zu Eingangstüren, gucken mal. Schlüssel habe ich ja auch noch von ihm. Hier, zack, gehen wir mal rein. Hallo, Amir, wo bist du? Hallo, Amir. Hallo, wo ist der denn, Alter? Aber sein Auto stand doch da, Leute. Was machen Sie hier? Wer sind Sie denn? Raus aus dem Haus von meinem Kumpel Amir. Nee, sehen das ist mein wir. Haus. Nein, mein Kollege Amir wohnt hier. Nein, ich habe das abgekauft. Hä, sind Sie der neue Besitzer von dem Haus? Ja, gehen Sie raus. Ey, okay, dann tut's mir leid. Ey, mein Schlüssel hat noch funktioniert. Oh, raus hier! Ja, ist ja gut. Alter, der Typ ist krank. Oh mein Gott, der wirft Granaten in seinem eigenen raus! Haus. Raus! Ist ja gut. Ey, der Typ ist ja komplett krank, Mann. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Wechseln Sie mal Ihr Türschloss. Ich habe noch einen Schlüssel gehabt. Ich bin ja nicht mal eingebrochen. Gehen Sie raus hier jetzt! Ja, ich bin doch schon draußen. Ich bin auf der öffentlichen Straße. Halt Sie weg! Was ist denn mit dem? Ja, ist ja gut, Alter. Halt Sie weg! Die Regierung hat die doch geschickt! Was passiert da? Raus hier! Ey, auf mein Lambo abzuschießen! Ey, wisst ihr was? Jetzt reicht's mir. Das ist heute schon der zweite, der mein Lambo beschädigt. Ich werde ihm jetzt eine Abreibung geben. Dieser kleine Stück Scheiße, Alter. Keine Ahnung, wer der ist. Ich wollte das friedlich klären. Ich bin nur hierhin, weil ich dachte, mein Kollege Amir wohnt hier noch. So, hey, du Stück Scheiße. Raus hier! Wo bist du? Hier! Raus! Ach, da hinten. Endoch! So, ich hab hier noch was für Sie. Das dafür, weil du mein Lambo angeschossen hast, du Stück Müll. Sie sind von der Regierung, aua. Nein, was denn für Regierung? Lassen Sie mein Gehirn in Ruhe. Ja, ich gehe ja schon. Niemand will dein Gehirn. Tschüss. Ey, was für Leute hier, ehrlich. Aber ey, Leute, das heißt ja, ihr hattet recht.
ihr hattet wirklich recht. Amir ist umgezogen, der hat mir nicht mal Bescheid gesagt. Wisst ihr was? Ich werde jetzt den Amir mal anrufen und werde mal fragen, was das soll. So, wann der mal vorhat, mir das zu sagen. So, wir nehmen jetzt mal kurz hier unser Handy raus. So, hallo, Amir? Hallo? Ja, Amir, ich bin's. Was geht ab, Mann? Alles recht? Boah, ja. Digga, viel zu erledigen gerade. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Du, ich war gerade in der Nähe von deinem Strandhaus, oder wenn das überhaupt noch dein Haus ist. Und da habe ich so ein Verkaufensschild dran gesehen und dann bin ich da reingegangen, weil ich ja noch einen Schlüssel habe. Und dann war da irgendjemand Neues, der meinte, du hättest dein Haus verkauft. Ja, ich habe mein Haus verkauft, Max. Ja, warum, warum sagst du mir denn nicht Bescheid? Und wann war das denn? Ja gut, das war jetzt vielleicht ein paar Tage her. Warum sagst du mir denn nicht Bescheid? Du lädst mich mal ein so. Ich dachte, wir wären Freunde. Ja. Bro, du bist auch mein Freund, aber Max? Ja? Ey, ich will meine Adresse ein bisschen geheim halten. Warum denn vor mir geheim halten? Willst du mich verarschen? Nein, ich halte gerade vor allen geheim. Warum das denn? Ja, Digga, wie oft haben wir uns gegenseitig beklaut? Ich hab keinen Bock mehr da drauf. Also ich sag's mal so, ich bin nie bei dir eingebrochen. Es wird immer nur bei mir eingebrochen. Ja gut, das sind ja jetzt Haarspaltereien, Kleinigkeiten auf jeden Fall. Ich glaube, das ist am besten, wenn wir uns alle unsere Adressen jetzt geheim halten einfach, ja, oder? Ja gut, okay, schade, Anja. Ja, tschüss. Super. Ja, tschüss. Ey, Leute, was für ein 31er. Ganz alle YouTuber hier auf dem Server sind gefühlt schon mal bei mir eingebrochen und jeder hat schon 30 Mal mein Lambo geklaut und er sagt mir aber nicht Bescheid, wo er wohnt, weil er Angst hat, dass ich einbreche. Wisst ihr was? Ich werde rausfinden. Ich werde rausfinden, wo dem sein neues Haus wohnt, ja? So ein Ding ist das. Als nächstes machen wir mal weiter bei Russik. Wir fahren mal bei seinem Haus vorbei und gucken mal, ob das auch stimmt, dass er auch umgezogen ist, Leute. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, meine Freunde, Russik hat doch hier dieses fette Wasserfallhaus hier außerhalb von der Stadt. Diese kranke Villa. Hä? Ey, Leute, hier sind ja wieder so Verkaufsschilder. Ey, Leute, ich glaube, ihr habt wirklich recht. Ihr habt nicht gelogen in den Kommentaren. Aber auf euch ist ja auch immer Verlass. Ich hätte es eigentlich direkt euch glauben können. Wir fahren jetzt hier trotzdem mal rein. Vielleicht ist das ja auch nur ein Fehler oder so. Wir müssen das rausfinden. Also von Amir bin ich auf jeden Fall schon mal enttäuscht. So, dann gehen wir mal hier rein. Hallo, guten Tag. Hallo. Wer sind Sie denn? Entschuldigung, mein Name ist Jungmann. Ey, ich verstehe kein Wort. Wo ist mein Kumpel Russik? Hä? Ja, hier wohnt doch mein Kumpel Russik, den will ich besuchen. Nein. Ich wohne hier. Seit wann wohnen Sie denn hier? Oh, 32 Tage. 32 Tage? Ja. Was? Ey, Leute, das bedeutet ja, dass Russik schon einen Monat umgezogen ist und mir auch nicht Bescheid gesagt hat. Wollen Sie was essen? Ich habe eine gute gekocht. Chicken Masala. Wow. Das ist vielen Dank, Alter. Das ist richtig nett. Nein, danke. Ich muss weiter. Aber sehr nett von Ihnen, dass Sie mir was zu essen anbieten. Ja, ist richtig freundlich. Vielen Dank. Tschüss. Tut mir leid für die Störung. Ey, Leute, voll der freundliche Kerl, Alter. Ohne Spaß. Richtig nett. Ich sage euch so, wie es ist. Diese ausländischen Kulturen, da sind immer richtig gastfreundlich. Ja, richtig korrekt. So, aber Leute, mal wieder hier zurück zum Thema. Russik hat mir auch nicht Bescheid gesagt. Ihr hattet recht in den Kommentaren. Ich werde jetzt mal Russik damit konfrontieren. Ich werde ihn jetzt mal hier als nächstes anrufen. So, hier, zack, wieder Handy rausholen. Wir fahren mal währenddessen weiter. Freisprechanlage. Hallo, Russik? Ja, was geht, Max? Wie geht's? Ja, gut. Kann es sein, dass du ein neues Haus hast, dass du umgezogen bist? Ja, Bro, du weißt doch, ich muss wegen Polizist und so ein bisschen undercover gehen, die ganzen Leute. Ich war gerade bei deinem alten Haus, hab da ein Verkaufsschild gesehen, da war jemand Neues und der hat mir erzählt, dass er schon seit 30 Tagen da wohnt. Das heißt, du musst ja schon mindestens einen Monat lang dein neues Haus haben. Ja, also, ich habe eine Zeit lang im PD geschlafen, aber ich habe mein neues Haus, ja. Und wolltest du mir nicht mal Bescheid sagen, so, vielleicht mal einladen, Einweihungsparty machen? Mir mal Bescheid sagen, wo du wohnst. Ich bin meistens arbeiten, deswegen habe ich gerade gar keine Zeit, weißt du? Aha. Ja, aber das holen wir noch nach, ja? Ja, gut, schade. Aber es hat nicht damit was zu tun, dass irgendwie ihr so oft bei mir eingebrochen seid und Angst habt, dass ich mal bei euch einbreche. Nein, ich bin doch Polizist. Wenn du bei mir einbrichst, verhafte ich dich. Okay, ja, gut. Weißt doch. Alles gut. Okay, ja, Russik. Ich schalte dir mal, wenn es bei mir Essen gibt und dann wirst du ja. Okay. Ja, alles klar. Tschüss. Ciao. Schade. Ey, Leute, es ist wirklich so. Es ist so. Er ist einen Monat schon da. Er wollte mir nicht mal Bescheid sagen. Wisst ihr was? Ich werde jetzt rausfinden, wo die wohnen. Und zwar fangen wir einfach mal mit Amir an. Ich weiß ja, wo seine neue Tuning-Werkstatt ist. Das bedeutet, da können wir warten. Warten mal, bis er Feierabend macht und dann fahren wir ihm hinterher und finden raus, wo sein Haus steht, Leute. Let's go, ab zu seiner Tuning-Werkstatt. So, meine Freunde, wir wissen ja, dass Amirs neue Werkstatt, die hat er uns ja stolz gezeigt, hier bei unserer alten Security-Base quasi ist.
Und ich würde sagen, wir warten jetzt hier einfach mal hier um die Ecke, bis der hier rausgefahren kommt, weil irgendwann müsste der ja mal Feierabend machen. Und wisst ihr was, dann fahren wir dem einfach mal hinterher. So, wir warten hier schön hinter der Ecke, damit der uns nicht direkt sieht. Und wenn der jetzt hier gleich rausgefahren kommt, dann werden wir rausfinden, wo sein neues Haus ist. Und wisst ihr was, ich wollte bei den Jungs eigentlich gar nicht einbrechen oder Scheiß bauen oder so. Aber dadurch, dass die mir das verheimlicht haben, werde ich denen eine Lektion erteilen. Wir warten jetzt, bis der hier rausgefahren kommt. Ey Leute, okay, das Tor geht auf. Denkt ihr, das Armin, was da, wer da rausgefahren kommt? Ja, ja, safe. Das ist ja in seinem roten Porsche, Leute. Den kennen wir. Okay, perfekt, perfekt. Dann würde ich sagen, Leute, wir hängen uns da jetzt mal hinten dran. So, der, oh mein Gott, der ist schnell. Okay, Lamborghini Kickdown. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass sein Porsche auch sehr schnell ist. Was hätte ich denn hier gerade schon verloren? Wir müssen ein bisschen hinten dran bleiben. Aber ist auch gar nicht so einfach zu verfolgen, Leute, weil man muss auf Abstand bleiben, dass er mich nicht bemerkt und trotzdem schnell genug hinten dran sein, damit wir ihn nicht verpassen. Alter, wie krank fährt der denn hier? Oh mein Gott, und mir wird der Führerschein abgenommen und so jemand hier fährt hier noch, Alter. Fährt hier einfach, wie er will, rote Ampel und so alles, dies, das. Aber egal, einfach mal hinterher brettern. Wir werden jetzt rausfinden, wo Amirs neues Haus steht und dann werden wir dem mal eine kleine Lektion erteilen. So ein Ding ist das einfach. So, schnell hinterher. Oh mein Gott, der gibt so Gas, der gibt ja sowas von Gas. Zum Glück sind wir im Lambo unterwegs. Ich glaube, mit einem anderen Auto wären wir nicht hinterher gekommen. Okay, er macht hier langsamer. Oh, der hat eine gute Wohngegend hier rausgesucht. Ich sehe doch schon hier in diesen Hills, Leute, hier Beverly Hills und so. Ey, Leute, wir verfolgen den jetzt hier schon die ganze Zeit. Er fährt immer weiter raus aus der Stadt. Okay, aber Alter, hier auch richtig schöne Wohngegend. Warte mal, der ist hier reingefahren. Der ist hier rechts reingefahren. Okay, okay, okay. Ich glaube, langsam müssten wir bei seinem Haus ankommen. Oh mein Gott, okay. Okay, ich glaube, wir haben es. Wir haben es, Leute. Er fährt hier in eine Einfahrt rein. Alter. Ey, der läuft da rein. Der läuft da wirklich in die Garage rein. Wir haben Amirs neues Haus gefunden. Wir haben es rausgekriegt, wo der Schlingel wohnt. Und jetzt wisst ihr was, Leute. Jetzt würde ich sagen, brechen wir da gleich mal ein und werden dem mal eine Lektion erteilen. Wie gesagt, wir werden ihn jetzt nicht fertig machen oder so. Ich wollte ja auch gar nichts machen. Das sind ja meine Freunde. Aber ich finde es schade, dass sie mir so wenig vertrauen. Und deswegen, finde ich, haben die schon eine kleine Abreibung verdient. Ich werde den einfach einen kleinen Schrecken einjagen. Ich werde mich jetzt maskieren, dass sie denken, ich bin Räuber. Und dann werde ich die kurz überfallen. Haha. Okay, Leute. Wir haben hier so eine Katzenmaske aufgezogen. Die hatte ich noch über dem Lambo rumliegen. Und da werden wir jetzt hier einbrechen. So, zack. Hier, guck mal, sein schöner Porsche. Oh, warte mal, da vorne ist ein Hund. Hat der einen Wachhund oder was? Lol, da ist ja noch ein Auto in seiner Garage. Das hat er mir auch nicht erzählt. Ey, der vertraut mir ja gar nicht mehr. Ey, easy. Oh, warte, hier steht eine Frau, hier steht eine Frau. Wer ist das denn? Ist das seine Mutter oder was? Das ist ja eine ältere Frau. Keine Ahnung, aber zum Glück hat die mich gerade nicht gesehen, als sie geraucht hat. Oh mein Gott, was ist das denn? Jaguar oder so? Irgendein Kranken hat er sich noch gekauft. Er erzählt mir ja gar nichts mehr. Aber gut, der wird jetzt seine Lektion bekommen. Wir nehmen jetzt hier mal so einen schönen Baseballschläger in die Hand. Haha. Oh mein Gott! Alter, ist das ein schönes Haus, was er sich hier gezogen hat. Auch draußen der Gartenbereich mit Pool und so, richtig schön. Hier, Leute, wir müssen jetzt erstmal kurz hier Armin finden. So, ist der denn drin? Ja, da ist ja, er. Genau. Hier haben wir ihn ja. Schon. Ja, 50.000, genau. Alles klar. Perfekt. Auf dem Boden! Oh, aua! Das ist ein Überfall! Du? Das ist ein Überfall! Aua, wer bist du? Ich werde dir gleich sagen, wer ich bin. Steh auf! Oh, aua. So, gib mir jetzt dein ganzes Geld und deine Autoschlüssel. Ja, die sind auf dem Büro da. Ja, los, nimm sie. Los, geh hin. Hey, das wirst du so bereuen, Alter. Weißt du, wer ich bin? Gib mir die Schlüssel. So, hier. Hier, geh schlafen. Ah. Oh mein Gott, Leute. Wir haben ihn gerade richtig in die Wand reingeballert. Oh mein Gott, wir haben einfach seine beiden Autoschlüssel. Ey, wir gucken uns jetzt hier noch eine Runde um. Oh mein Gott, ist das schön hier, sein Haus. Ja, schade, Amir, dass du mich nicht einmal eingeladen hast. Nicht einmal hast du gerufen. Wisst ihr was? Ich würde sagen, das tut ihm wahrscheinlich am meisten weh. Wir werden ihm seinen neuen Jaguar klauen. Den Porsche hat er schon ein bisschen länger. Alter, ist das schön, sein Haus. Wir nehmen jetzt mal seinen neuen Jaguar mit. Okay, da hinten hat er noch so ein paar Mädels und so. Oha, läuft bei ihm. Und dann werde ich ihn später mal anrufen und werde ihm einfach sagen so, ey, Amir, ich habe hier dein Auto gefunden. Und dann wird er zu mir kommen. Dann werde ich das Ganze auflösen, ja? Ich will mal später die Reaktion von den beiden Bummis hören, so. Zack, den Wagen haben wir auch schon mal. Oh mein Gott, der kommt. Okay, warte. Vielleicht müssen wir ihm doch nochmal eine kleine Abreibung geben. Überfahren! Oh. Wow! Überleg, mit wem du dich anlegst, Junge. Oh, okay, Entschuldigung. Nächstes Mal mache ich deinen ganzen Jaguar kaputt. Okay, Leute. Let's go. Die Drache! Oh, ich hoffe, der sieht meinen Lambo da nicht, dass mein blauer Lambo da noch steht. Ich würde sagen, Leute, wir müssen ihn jetzt einfach mal schnell zu uns bringen. Ey, der ist auch wirklich schön. Da kommt sogar so ein Heckspoiler rausgefahren hier aus dem Jaguar.
keine, ich bin eigentlich an sich nicht so ein Jaguar-Fan, aber das ist wirklich ein cooles Auto hier. Den bringen wir jetzt schnell zu uns, Leute. Let's go. Und dann, Leute, müssen wir ja immer noch rausfinden, wo Russak wohnt. Und Leute, let's go. Ich bin so gespannt, was die Jungs später sagen werden, wenn ihre Lieblingsautos bei mir zu finden sind. Dann will ich aber eine Entschuldigung mal von denen hören, ne? So ein Ding ist das. So, meine Freunde, bei Russak werden wir das gleiche Prinzip machen. Es hat ja gerade gut funktioniert. Und zwar fahren wir jetzt mal hier zu seinem neuen Polizeirevier, Leute. Das hat ja Russak jetzt übernommen. Und hier werde ich auch einfach mal ein bisschen warten und abcampen, bis der Boy Feierabend macht. Und dann werde ich ihm auch hinterherfahren und ihm dann auch eine Lektion erteilen. Wir warten jetzt hier einfach mal vor der Tür. Ich fahre mal hier so ein bisschen so eine Runde. Gucken wir mal, ob da irgendwann mal so eine Tür aufgeht, ob der mal rausgelaufen kommt, der Junge. Hier ist auf jeden Fall ein roter BMW. Ich weiß nicht, Russak liebt BMWs und er hat auch oft so rote Autos. Wahrscheinlich ist das seiner, dieser X. Keine Ahnung, was das ist. X7 oder so. Oder X5. Ey, warte, er kommt da rausgelaufen. Der kommt da gerade rausgelaufen. Okay, da vorne seht ihr mit seiner roten Jacke. Er steckt wirklich in das Auto ein. Das ist seins. Okay, perfekt, Leute. Wir hängen uns jetzt an ihn dran. Natürlich auch wieder unauffällig. So, und hinterher, Leute, hinterher. Jetzt werden wir rausfinden, wo Russiks neues Haus ist. Da bin ich ja mal gespannt jetzt hier. Werden wir ihn jetzt auch mal ein bisschen verfolgen, Leute. Let's go. Ey, Leute, Russak wohnt hier auch in so einer übelsten reichen Gegend. Wer hat der denn gerade hin hier? Es geht ja auch diesen Berg hoch, wo diese ganzen Villen und so sind hier. Ey, hier wohnen nur richtig krasse Leute. Läuft bei ihm, seit der Polizeichef ist. Ja, und dann aber seine Freunde vergessen. Oh, er fährt hier rein. Okay, wir haben auch sein Haus gefunden. Das ist hier seine Einfahrt. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich werde hier mein Lambo wieder abstellen. So, dann werden wir jetzt mal ein bisschen was über sein Haus herausfinden. Okay, der hat hier so ein Tor, da können wir nicht rein. Wir müssen irgendwie hier über so eine Hecke drüber klettern. Alter, ey, das sieht ja auch richtig krank aus, jetzt schon. Guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an, der fährt hier in die Garage rein. Garage geht zu. Oh, warte, kommt der? Oh, nee, ich dachte schon, der kommt rausgelaufen, dann wird er uns sehen. Ja, richtig schönes Anwesen hier, auch so ein Bungalow-mäßig auf einer Ebene, aber übelst schön hier, ne? Muss ich sagen, sogar so ein Brunnen hier hat da stehen. Ja, schade, schade. Seit die hier so dicke Häuser haben, haben die gefühlt ihre Freunde vergessen. Haben vergessen, wer schon immer für die da war. So, dann würde ich sagen, Leute, machen wir gleich auch wieder hier ein bisschen Maske aufziehen, ein bisschen Angst einjagen. Okay, hier ist ein Auto von ihm schon mal drin, Garage. Erstmal hier ein bisschen das Grundstück ausspähen, wo wir hier am besten einbrechen können. Okay, okay, hier Gartenbereich. Oh, da vorne ist er, da vorne steht Russak. Oh mein Gott, der chillt da am Pool. Der hat Freunde hier. Okay, das heißt, es kann sein, dass wir seine Freunde ausnocken müssen. Aber wisst ihr was? Wir lassen ihn mal kurz hier erzählen. Ich will mir nämlich erstmal das Haus anschauen. Wir können uns erstmal kurz hier noch das Haus angucken. Der ist ja jetzt eben im Gartenbereich. Das heißt, wir können vorne durch die Eingangstür einbrechen, Leute. Und am besten ziehen wir jetzt erstmal schnell wieder eine Maske auf. Okay, Leute, Maske ist angezogen. Wir werden jetzt hier einbrechen in die Tür. Okay, einfach schnell das Schloss aufschießen. Am besten hier mit Schalldämpfer, dass ihr das nicht seht. Bam! Tür aufgebrochen. Oha! Alter, voll das Designerhaus hat der hier. Ja, schade, Russak. Schade, dass du nicht mal einmal rufst. Oh mein Gott, hier Gemälde, alles, dies, das, hier sein Schlafzimmer. Ja, ja, gut, gut, okay. Okay, ich werde ihm jetzt natürlich nicht nur sein Auto klauen, weil wir müssen ihm auch noch ein bisschen Angst einjagen, Leute. Wir müssen ihm natürlich auch noch ein bisschen Angst einjagen, deswegen gehen wir jetzt da mal raus und werden ihn und seine Freunde jetzt mal mit einer Waffe bedrohen. So. Alle Hände hoch, sofort Hände hoch! Los, Hände hoch, Officer Russak, ich weiß, dass du der Polizeichef bist. So, und deine Freunde hier, die können auch mal schlafen gehen hier. So. Ey, lauf, Jacqueline, lauf, Piss Jackie! Dich, Alter. Nein, okay. Jackie, ja, Jacqueline, lauf. Hau ab, so, Russak, so, Hände hoch! Wenn du dich bewegst, schießt dir ins Bein. Jackie, lauf, gib mir deinen Schlüssel, gib mir deinen Autoschlüssel. Ja, hier. Los, okay. Und jetzt geh zur Wand und ich zähle bis 10 und dann darfst du dich wieder bewegen. Ich werde dich verhaften. Ja, du Katze. Ja, sei leise. Du Katze, ich hab mir dich gemerkt, du Katze. Sei leise, so zähl bis 10, ansonsten knall ich dich ab. Okay, Leute, müsst ihr schnell weg, müsst ihr schnell weg. Der hat bestimmt auch hier eine Waffensammlung zu Hause, weil er Officer ist. Scheiße, schnell in die Garage, Oh nein, hier ist Badezimmer, nein, wie kommt man denn hier raus? Ich kenne mich ja hier noch gar nicht aus, Leute. Hier ist doch bestimmt die Garage, oder? Hier, ja, perfekt. Jetzt schnell in den BMW rein und abhauen. Oh mein Gott. Oh, nein, da kommt er, tschüss. Bleib still. Oh, scheiße, der schießt auf mich. Ach du Kacke. Und let's go, Leute. Ich würde sagen, wir fahren jetzt auch den Wagen von Russak wieder zu uns und dann werde ich die beiden nochmal anrufen und zu mir holen und dann werde ich die damit mal konfrontieren und werde die mal zur Rede stellen, ne? Und dann hoffentlich lernen die mal daraus. Bin noch mal gespannt. Denkt ihr, die werden mir sauer sein oder denkt ihr, die werden sich mehr entschuldigen, Leute? Das werden wir gleich rausfinden. Jetzt erstmal ab zu mir. So, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben beiden einen richtigen Schrecken eingejagt als Einbrecher und haben die Autos geklaut. Ich schreibe jetzt mal in unsere YouTuber-WhatsApp-Gruppe rein, so, dass die mal direkt zu mir... Oh mein Gott, wir müssen als allererstes mal die Maske abziehen. Als allererstes mal hier die Maske abziehen.
So, zack, zack, weg damit. Nicht, dass sie das hier noch rausfinden, dass ich dahinter stecke. So, und jetzt nehmen wir auch mal hier die Waffe weg. Und jetzt, zack, Handy rausholen, Leute. Jetzt schreibe ich mal in unsere YouTuber-WhatsApp-Gruppe rein. Yo, Leute, hab eure Autos gefunden, kommt zu mir. Zack, abschicken. So, jetzt würde ich sagen, kann es sich ja nicht mehr lange dauern, bis die hier ankommen. Jetzt werde ich die mal hier zur Rede stellen. Ich werde jetzt hier mal erwarten, die Paulberger. Oha, Leute, guck mal, hier kommt ein Polizeiauto. Oh mein Gott, okay. Wo? Oh, oh mein Gott. Ja, Jungs, was geht ab? Guck mal hier, ich habe eure Autos. Mein Jaguar. Ja. Alter, Gott sei Dank, ey. Ja. Digga, wie hast du das gefunden? Ja, ich habe die Autos, die standen da einfach so am Würfelpark und dann habe ich gesehen, dass sie da sind. Aber, hey, warte mal ganz kurz. Ich hatte nie von einem Jaguar erzählt. Ja. Du wusstest, dass es meiner war. Es gibt noch was, Amir, von der Sache, du mir nie erzählt hast. Hände hoch, beide eure Hände hochhalten. So, ihr hört mir jetzt mal zu, ihr Stücker Scheiße hier, Alter. So, ich hab euch eure Autos geklaut. Warum? Ich war der Einbrecher, der bei euch eingebrochen ist. Digga, du hast einen Baseballschläger auf mich draufgehauen. Ja, ja, hoffentlich lernst du mal draus. Ich muss euch sagen, Jungs, ich bin richtig enttäuscht von euch. Hier, das sollte euch eine Lektion sein. Ich habe eure Autos natürlich hier geparkt, könnt ihr wieder mitnehmen. Ich war richtig enttäuscht, dass ihr mir nicht gesagt habt, wo ihr wohnt. Ich wär niemals auf die Idee gekommen, einzubrechen bei euch. Nur weil hier jeder bei mir eingebrochen ist, heißt nicht, dass ich das auch mache. Ey, ich bin nie bei dir eingebrochen. Ja, Amir. Ich bin auch nie eingebrochen. Amir, du hast mindestens 3-mal mein Lambo geklaut und bist 5-mal eingebrochen. Rustig, von dir muss ich gar nicht anfangen hier. Ich bin Polizist, ich mach sowas nicht, okay? Ich bin Werkstatt, Jonah. Du kannst jetzt zum Glück reden, dass sie dir nicht verhaftet. Nur weil du jetzt Polizist bist, heißt nicht, dass du damals nicht illegales Zeug gemacht hast. Also, Jungs. Ach, stimmt, da muss ich Max recht geben, Rostock. Wie gesagt, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt mir auch sauer sein, aber vielleicht habt ihr aus der Lektion gelernt. Ich wollte nie bei euch einbrechen. Ich war einfach nur enttäuscht, dass ihr mich nicht mal zu euch in die neuen Häuser eingeladen habt. Ich habe euch hier immer aufgenommen bei mir. Ja, denkt mal drüber nach. Max, sollen wir morgen grillen bei mir? Ja, ich würde mich freuen. Ja, gerne. Ja, okay, dann lass grillen zusammen morgen, Jungs. Ich bringe mal Taschen mit. Ja. So. Ich lasse meinen Porsche noch ein bisschen bei dir, schon ihn später ab. Ja, tschüss. Ja, Polizeiauto hole ich auch später ab. Ciao. So, Leute, ich denke mal, die beiden haben ihre Lektion gelernt. Ja, und die haben daraus mal gelernt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Und da würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.